Ja, hallo Filmfans, willkommen zu einer neuen DVD-Review. Diesmal stelle ich euch eine Produktion vor von 2009 von Paul Wes Anderson, Jeremy Boyd und Robert Kalzer. Und zwar, ja, ganz klar, die Macher von Resident Evil. Und der Film, vielleicht kennen ihn einige, Pandorum. Ja. Sehr prominent besetzte deutsch-amerikanische Co-Produktion. Dennis Quaid, Ben Foster. Antje Traue dürften nicht viele kennen, die hat vorwiegend davor in TV-Serien mitgespielt. Ja. Der Satz oder der Teaser, der über dem Titel steht, sagt schon einiges aus. Die Welt stirbt, die Angst überlebt, ja. In Pandorum geht es eigentlich halt um so eine moderne Arche Noah. Die Erde ist ausgestorben. Und zwei, Astronauten, der Peyton und der Bauer, erwachen aus ihrem Hyperschlaf. Eigenartig. Und, ja, dann suchen sie natürlich nach anderen Crewmitgliedern. Was kann man noch dazu sagen? Christian Albert hat hier Regie geführt. Er hat Ende der 90er mit The Curiosity and the Cat sein Filmdebüt abgegeben, einen äußerst merkwürdigen Thriller, muss ich sagen. Dann kam jahrelang eigentlich nichts von ihm und 2005 kam er dann mit dem Film Antikörper um die Ecke. Einem sehr gut gemachten Psycho-Thriller, wo Wotan Wilke Möhring sich mit dem vom André Hennecke gespielten Serienmörder anlegt. Ja. Und dann ging es eigentlich ganz flott nach Amerika, ja, in die Staaten. 2008 dreht der Case 39 mit Renée Zellweger, Bradley Cooper und Ian McShane. Der Film floppte allerdings und kam erst letztes Jahr in die Kinos und da lag fast 2 Jahre auf Halde. Das muss man sich einziehen. Und letztes Jahr hat er halt in Babelsberg für ein Budget von 40 Millionen US-Dollar halt Pandorum gedreht. Ein Teil der Story basiert auf dem älteren Skript von Travis Meloy und Albert hat es einfach mit ihm überarbeitet. Die Story, muss ich sagen, ich will nicht so viel spoilern, allerdings das, was hier die meiste Angst auslöst, das wird eigentlich sehr früh verraten. Dafür kann der Film, nachdem er recht zu konventioneller Science-Fiction-Horror-Kost geraten ist, mit einem wirklich verblüffenden Twist am Ende aufwarten. Und die Schauspieler sind auch, muss ich sagen, über alle Maße gut. Dennis Quaid, muss ich sagen, hat in den letzten Jahren in vielen verschiedenen Filmen mitgespielt. Er hat auch in vielen Flops mitgespielt. Pandorum war nicht so ein schlimmer Flop wie zum Beispiel Horseman. In G.I. Joe Rise of the Cobra hat er nicht viel zu tun gehabt. Und hier kann er sich auf jeden Fall schauspielerisch mehr entfalten, weil Albert auch mehr Wert neben den ganzen optischen Drumherum auch auf die Schauspieler legt. Die größte Entdeckung des Films ist aber, muss ich sagen, Ben Foster. Dabei muss ich sagen, ist er eigentlich ein recht alter Hase im Geschäft. Er hat in Filmen mitgespielt wie Alpha Dog, Hostage Entführt, X-Men 3, Todeszug nach Yuma, 30 Days of Night und so weiter und so fort. Ein sehr guter Schauspieler. In weiteren Rollen agieren André Hennecke aus Antikörper. Der hat hier sozusagen eine Doppelrolle. In der anderen Rolle wird man ihn nicht erkennen. So viel sei verraten. Dann spielt Norman Reedus mit. Den dürften viele Fans als einen der Saint-Brüder kennen aus der Blutige Fahrt Gottes 1 und 2. Der hat auch schon mit Albert getreten, und zwar Antikörper. Ja, und Wotan Wilke Möhring spielt auch mit. Ja, und dann natürlich Cem Gigandet spielt auch mit aus The Unborn oder The Fighters oder aus OC California, wo er den Kevin Volchok gespielt hat. Ja, ich muss sagen, der macht seine Rolle auch sehr gut, obwohl er auch eine begrenzte Screentime hat. Natürlich, Pandorum steht auch für diese mysteriöse Weltraumkrankheit und die halt durch den Hyperschlaf und diese lange Zeit in dem Raumschiff verursacht wird. Natürlich kann man sich ja fragen, sind die Ereignisse, die geschehen, ist das wirklich echt oder geschieht das nur im Kopf der Protagonisten? Eine sehr interessante Ebene. Auf jeden Fall, Pandorum war leider nicht der Erfolg, den sich die Macher erhofft hatten.
In den USA hat er nicht mal seine Produktionskosten eingespielt. Gerade mal auf 15 Millionen ist er knapp gekommen und auch im Rest der Welt sah er schlecht aus. Ein ziemlicher Flop. Dabei hat Christian Albert sich echt alle Mühe gegeben. Der Soundtrack, die Kulissen, die wirklich zu großen Teilen wirklich gebaut sind, sind erste Sahne. Aber auch die Effekte von den Stan Winston Studios sind erste Sahne. Ja. Auf jeden Fall, der Film ist vor kurzem erschienen bei Konstantin Highlight. Und die DVD, muss ich sagen, wird dem Film mehr als gerecht. Die Extras sind eigentlich relativ knapp, aber der Audiokommentar ist sehr gut, das Making-of auch. Nur das Making-of oder halt diese Bildergalerien würde ich mir erst nach dem Film angucken, weil sie viel spoilern, weil sie schon das vorwegnehmen, was im späteren Verlauf des Films passiert. Und ja, da sieht man halt Dennis Quaid, der den Peyton spielt hier. Das ist auch der Ausdruck aus einer sehr besonderen Szene, aus einer sehr gut gemachten Szene hier, dann die Ansche Trauer. Ben Foster, der natürlich den Bauer spielt. Und Sham Gigandet, der hier auch mitspielt, ja. Und ich muss sagen, das Bild ist sehr gut, aber der Ton, der haut wirklich alles weg. Der ist unter anderem ein DTS, ES, Matrix, der ist wirklich Hammer. Also ich muss sagen, bei der DVD haben die Macher sich sehr viel Mühe gegeben. Außer natürlich der einzige Makel, es gibt wieder mal kein Wendecover. Was ich natürlich schade finde. Ja, es gibt den Film auch auf Blu-ray, in der normalen Blu-ray-Version im Keycase und im Steelbook. Da ist allerdings ja der Flatschen auch drauf gedruckt. Das hier ist eigentlich sehr minimalistisch gehalten. Ja, und hier ist natürlich noch ein kleines Heft, wie bei anderen Veröffentlichungen von Konstantin Highlight. Hier ist die Kapitelauswahl. Und da drin eigentlich gibt nichts Bewegendes zum Film. Es gibt hier eigentlich nur Darstellerinformationen zu halt ja zu den drei männlichen Hauptdarstellern. Aber ich muss sagen, dennoch sehr gut gemacht. Den Film kann ich auch wirklich nur empfehlen, wer auf gute Science Fiction liegt. Der Film ist zwar bei Weitem nicht so innovativ, wie man an eine Story denken würde, wie District 9. Aber er ist wirklich ein guter Science-Fiction-Film und letztes Jahr war halt dieses Aufkommen der Science-Fiction, vor allem durch Avatar, aber auch District 9 und Pandorum hat auf jeden Fall eine Chance verdient, auf DVD entdeckt zu werden. Und der Film ist, muss ich sagen, wirklich gut gemacht, handwerklich. Ja gut, einige Schnitte sind etwas zu rasant gesetzt, aber der Film bietet rundherum alles. Er ist wirklich spannend, er hat viel Action, er hat eine wirklich gute Story, auch wenn er in der Mitte halt sehr konventionell abflacht. Aber nichtsdestotrotz, Pandorum ist wirklich eine Empfehlung wert von mir. Ja, und damit endet auch meine neueste DVD-Review. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer, schön fleißig bewerten und kommentieren. Bis zum nächsten Mal, euer Lord. Ciao.